Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Ja, das ist unser zweites Let's Play zusammen. Und es geht natürlich weiter. Und ich habe Optifine drin. So, ich würde sagen, wir craften uns einen Ofen. Ja, nur einen. Stellen ihn hier hin. Oh, mein FOV ist hier jetzt irgendwie anders. So, da muss ich noch was einstellen. Okay, hier. Machst du so, dann machen wir so. So, und dann haben wir noch mal 30 FPS. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch dunkel, aber der Mond geht unter und der Tag neigt sich dem Ende zu. Ja, jetzt könnten wir theoretisch raus. Eine Spinne war... oha. Oha. Also man kann es auch übertreiben, ja. Und ja, ich will es nochmal als Info sagen. Ich spiele mit der 1.3.2. Ihr fragt euch jetzt, hä, am 1. August ist doch die Version 1.3.1 rausgekommen, was soll das? Ja, die Entwickler haben noch 3 Bugs, wenn ich mich nicht irre, haben die noch gefixt. Ja, haben sie. Und zwar, ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, es sind halt ein Bug im Nether, also in der Hölle. Dass man, wenn man in der Hölle gespawnt wird, dass man nicht mehr aus der Hölle rausfliegt. Und ja, es hat halt mit Spawn und sowas zu tun, halt die Bugs. Und ja, ich würde jetzt am liebsten in eine Höhle gehen, aber... aber... ja, okay, nix, aber wir können ruhig hingehen. Diese Höhle haben wir im ersten Let's Play hier gesehen, von Weitem. Ja, da ist unser Haus. Und da hatte ich mal gesagt, dass wir in dem zweiten Let's Play mal hier reingehen. Und das tun wir auch. Ich baue mir so eine Art Treppe hier hin. Kann man mit einer Holzachse schon Kohle abbauen? Nein, das geht nicht. Ah, verdammt, ich hätte mir auch noch mal eine Steinaxt machen können. Da ist eine Spinne, da ist ein Enderman. Die Spinne sieht mich schon von Weitem, was irgendwie von unlogisch ist. Und da jumpt noch eine Spinne von unten. Mein Schwert ist kaputt, nicht Enderman angucken, weil sonst killt er uns. Ach, Menno, da ist Kohle. Achso, ich habe eine Spitzhacke. Ich dachte, meine Spitzhacke wäre kaputt. So, mit einer Holzspitzhacke kann man noch Kohle abbauen. Das weiß ich. Kohle, 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 Kohle. So, ein bisschen Kohle. Dann bin ich zufrieden. Nicht, dass uns Creeper jetzt von hinten kommt. Obwohl, diese Position ist auch nicht so weit entfernt, aber trotzdem, das wäre tragisch. So, hier ist noch ein bisschen Kohle. Nehme ich auch ein bisschen Stein mit.
So. Hier oben scheint noch was zu sein. Und dann machen wir uns schon mal gleich ein besseres Equipment. Denn eine Holzaxt reicht nicht für immer. So, so, so. Dann gehen wir mal wieder zurück. Jumping. Und unter uns ist immer noch diese Lava. Ich muss hier immer wieder was einstellen. Ich muss hier was ändern. Ja, das wird's gewesen sein, schätze ich mal. So, wir haben keinen Stein mehr, aber 5 Sticks haben wir noch. Können wir mal verbrauchen. So, einmal für das hier natürlich. Moment. Okay, ich dachte schon. Und dann, oh Mann, verdammt. Einmal für das hier. Haben wir Holz? Ja, wir haben Holz. Normal. Holz muss man immer haben. Machen wir uns 16 Sticks. Ja, sollten reichen. ...17 haben wir jetzt insgesamt. Dann... ups, dann machen wir uns noch mal eine Axt. Jo. Alles muss neu. Dann machen wir uns noch ein Schwert. Und dann war es das auch. Aber fürs Erste schätze ich mal. So. Ich brauche ein paar Schafe. Sind hier irgendwo Schafe? Hallo Schwein, gibst du mir dein Fleisch? Oh, oh, er war so freundlich und hat uns 3 rohes Schweinefleisch gegeben. Wir haben jetzt 5 Stück. Ich könnte die jetzt mal grillen. So, gehen wir mal zu den Dorfbewohnern. Den haben wir, glaube ich, letzte Folge. Ja, die haben ein bisschen was ausgeliehen. Sieht man ja hier ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ah, hallo Dorfbewohner. Na? Hey, wieso hast du ab? Hallo, kommst du her? Ja, die wollen halt einen Smaragd hier. Was will der hier? Der Koch. Yo, du bist doch verrückt? Nee, das ist eigentlich ein guter Preis. Oh, ja. Tragischer Unfall. Hier ist ein Creeper gestorben. Sehr traurig für den Creeper. Die Dorfbewohner hat es richtig mitgezogen. Die Musik muss ja mal richtig aus hier. Also, hier ehrlich. Oh, ich glaub's nicht. Direkt darunter Eisen, das ist doch mal was. Okay, ich habe keine Lust. Okay, doch, ich habe Lust. Komm, Holzspitzhacke, geh kaputt. Ich will die Steinspitzhacke benutzen. So, so, so. Und weg ist er. Das geht doch mal ein bisschen schneller hier. Das nenne ich mal Tempo. Und nochmal 4 Eisen mitnehmen. Ne, 3 Stück. Schade. Also 4 Stück hätten es auch gebracht.
Aber das nervt mich gerade sowas von. Quality. Oh, gehen die FPS direkt auf 25. Was will denn dieser Dorfbewohner? Oh, 15 rohes Hühnchen und dafür kriege ich ein Smaragd. Also, tut mir leid. Ja, ich bin immer noch etwas erkältet. Aber Halsschmerzen habe ich jetzt nicht mehr so, aber das kommt jetzt nicht zum Thema. Und zwar ist es so, was soll ich sagen? Ja, okay, 15 rohes Fleisch ist schon gut für einen Smaragd. Also das ist echt billig. Drei Eisen mal schnell reinhauen hier in Kies. Ich versuche jetzt mal eine Mine. Aber diese eine Mine da, die war richtig gut. Die hat mir gefallen. Da werden wir auch später farmen gehen. Ja. So. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal hin ein bisschen fahren. Ja, erstmal was essen. La la li, la la la. Au. Erstmal nochmal einen Fuß gebrochen hier. Noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Das muss ja sein. Oh. Mein Gott, wie groß ist diese Höhle? Also, liebe Zuschauer, diese Höhle ist genau perfekt für Steinfarm oder sowas. Ich hoffe, diese Höhle geht tiefer zu einem Dungeon oder halt zu einer Mine. Also zu diesen Holzminen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, Spawner, eher gesagt. Und nochmal zu diesen einen... wie nennt man die... Die einen Minen da mit den Holzzäunen und den Schienen da. Also 16 Eisen, das ist ehrlich richtig, richtig gute. Nochmal Eisen. Also hier, diese Höhle ist einfach nur Hammer. Geht ja die ganze Zeit runter. Ich habe Angst, dass er Lava ist. Aber sieht nicht so aus, als ob hier Lava ist. Es geht ja noch tiefer. Das waren 9 Eisen. 10. Meine Hand ist eingeschlafen. Na toll. Ich mache natürlich weiter. Das ist kein Problem. Oh, scheiße. Die Höhle endet da, ey. Das ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Also wir haben schon sehr viel vor uns. Pläne ist halt... Das Haus zu erweitern, nochmal Glas holen, eher gesagt Sand, dann eine Farm bauen, eine Tier, also ein Stall. Ja, was noch? Halt noch Ressourcen besorgen, also es gibt noch vieles zu tun. Das ist sehr viel Kohle hier. Eine riesige Kohlenader. Und die geht noch weiter. Nein, hier ist Ende Gelände.
Angst, dass da Lava ist. Auch wenn es hier eine niedrige Höhe ist, aber eine hohe Höhe, um sozusagen. Ja, mein Hund fängt wieder an zu bellen. Na toll. Also liebe Zuschauer, ich hoffe euch hat die zweite Folge gefallen. Lasst doch ein Like da oder halt ein Kommi oder ein Abo. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.